Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 4, ein neuer Feldversuch. Und zwar in die Kommentare schreiben wir auch nicht, sollen wir doch Farmers zocken, wo haben wir sie denn? Da haben wir sie schon, ohne Vision, so wie es jetzt ist. Wir werden uns vielleicht noch einen Laserpointer und einen schweren Lauf und einen Griff dran packen und die Farbe einfach verändern. Und dann werden wir loszocken. Einige haben sich gefragt, wieso ich manchmal bei Battlefield 4 den Unica-Code oder auch andere Waffen habe und mal wieder nicht. Und zwar, das liegt einfach daran, ich zocke Battlefield 4 auf der Xbox One und auf der 360. Und auf der One habe ich mehr Sachen freigeschaltet als auf der 360. Das heißt, dass ich auf der 360 manche Waffen nicht habe, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, die jetzt nochmal freizuspielen. Aber ihr werdet auf jeden Fall alle Waffen euch aussuchen können. Ich habe alle Waffen, das ist natürlich kein Problem. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen im Kacknook-Team gelandet. Ja, schade, es leckt jetzt dann noch ein bisschen. Egal, wir sind zwar im Kacknook-Team gelandet, wir können nichts dagegen tun. Vielleicht können wir das Team wechseln. Ja, wenn es ein 8 gegen 8 ist, geht es ein bisschen schlecht. Zu kurz Ende der Runde. Schade. Also heißt, ihr werdet gleich nochmal eine zweite Runde sehen. Das war ja jetzt gar nichts. Jetzt hat man schon mal ein bisschen die nächste Runde anfängt und dann hoffen, dass wir im besseren Team sind. Ich habe jetzt gedacht, nachdem wir letztes Mal die letzten zwei Mal im Metro hatten, habe ich gedacht, machen wir einfach Vorherrschaft. Vorherrschaft ist auch ein ganz guter Spielmodus. Ich habe ihn sehr, sehr gerne auf der 360 gezockt und zwar mit Battlefield 3. Battlefield 4 war es dann nicht mehr so mein Spielmodus, ich weiß nicht, das war mir dann schon zu ähnlich bisschen wie Call of Duty manchmal, aber es hat natürlich immer noch Spaß gemacht, Vorherrschaft, klar, obwohl es dann natürlich bei Battlefield 3 mehr Punkte gab. Und ich habe gedacht, bei Vorherrschaft begegnen wir ein paar mehr Gegner, man kann natürlich bessere Sachen machen, super, jetzt bin ich gleich alleine im Team, oder der Server ist gleich leer. Ja, Jungs, wollt ihr mich jetzt verarschen, verlasst doch nicht alle. Ja, falls wir jetzt natürlich kein dementsprechendes volles Spiel mehr haben, werden wir uns natürlich ein neues suchen. Das ist natürlich klar. Da braucht ihr dann keine Angst haben. Ja, komm, für Sekunden. 3, 2, 1. So. Keine Ahnung, was jetzt von der Karte kommt. Ich habe das mal früher gewusst alles, aber... Oh, zaubert. Nicht meine Lieblingskarte. Ich hoffe, dass natürlich noch ein paar Leute reinkommen, weil jetzt 2 gegen 2 wäre schwachsinnig zu spielen. Aber gut. Kann man natürlich nichts dagegen machen. Ja. Auf was ihr euch noch freuen könnt, am 1. September kommt Metal Gear Solid 5 Phantom Pain raus. Also heißt, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, dass es einige Let's Plays zu diesem Spiel geben wird. Wir werden es, denke ich, durchzocken. Es kommt natürlich, wie gut es ankommt. Wir werden es auf jeden Fall durchzocken, schätze ich mal. Wir werden das auf jeden Fall ganz gemütlich durchzocken, also heißt, wir werden da jetzt keinen Stress machen, weil wir haben ja Zeit, es durchzuzocken, bis es im Oktober am 13. dann natürlich schlussendlich Rainbow Six Siege rauskommt, also erst dann bis zum 13. Oktober ganz normal über einen Monat lang Zeit. Ja, mit Schrotflinte. In 140 mit Schrotflinte, ganz ehrlich, du bist ein minderwertiges kleines Stück Scheiße. Du kannst gar nichts, das sollte man doch Hals rumdrehen, ja. Ja, natürlich dann einen Monat Zeit. Oder über Monat Zeit dann Metal Gear Solid 5 Phantom Pain durchzuzocken, ganz in Ruhe. Brauchen da auch keinen Stress jetzt machen. Also von daher haben wir da auf jeden Fall genug Zeit. So, wenn es jetzt nicht gleich besser wird, dann werden wir uns einen anderen Server suchen, weil so hat es natürlich keinen Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder auf einem Follow. Willkommen zurück. Ich habe jetzt, nachdem ich keinen Vorherrschaftsserver mehr gefunden habe, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Nehmen wir Metro. Ja, der schon mal von nichts getötet. Ah, jetzt. Nichts weg. Schon mal von nichts getötet wird. Ich habe gedacht, immer wieder Metro. Metro steht, also. Metro finde ich eine der guten Karten. Bin natürlich wieder im Mongo-Team gelandet und steigen wieder durch eine Granate. Ist sehr schön. Siehste. Ich muss nur Glück haben. Ich weiß, ich so und wenn man das Team wechselt, aber ganz ehrlich, wieso sollte ich keinen Spaß am Spiel haben? Deswegen haben wir unseren Spaß jetzt. So. Ich soll nicht mit Unica, sondern mit der Farmers spielen. Dann spielen wir mit der Farmers. Reanimieren wir mal wieder. So. Dann gucken wir mal,
wie weit wir kommen werden. Da hinten gibt es auch einen Durchgang. Ja, jetzt müssen wir gucken, wo wir runtergehen am besten. Und hoffen, dass noch mal ein paar Mal der Aufzug aufgeht. Wenn man natürlich der Aufzug aufgeht, haben wir natürlich solo los gewonnen. Ich probiere natürlich immer zu reanimieren. Es klappt natürlich nicht immer, aber. Und manchmal vergesse ich es einfach schlichtweg. Also ich muss sagen, die Farmers hat was. Ja? Also. Ich habe natürlich auch schon mit der öfters gespielt mit der Farmers, also ich kenne die Waffe natürlich, also ich weiß, dass die Waffe geil ist, aber sage es mal so, wenn man es natürlich mit der spielt, ist natürlich was ganz was anderes, als wenn man das einfach nur ab und zu mal so selber spielt. Super, seht ihr? Das ist halt das Farmers. Ich jetzt nicht sagen Problem, aber Phänomen, wir haben jetzt keine Munition mehr. So. Da hinten liegt Munition, es gibt uns ja schon Munition, wo wir fahren nur. Weil ohne Munition kann man keinen Schaden anrichten, kann man Platz. Und so. So, sagen wir, dass wir genug Munition haben, das ziehen wir wieder in die Schlacht. Nehmen A ein. Dann laufen wir mal zu A und gucken, ob wir welche finden werden. Weil die Teamkameraden sind hier so beschäftigt, ich denke, die werden das nicht blicken. Okay, einer stottert, aber wenn da zwei sind, dann hat der eine natürlich auch keine Chance. Was natürlich auch, denke ich, wie Battlefield werden wird, ist Star Wars Battlefront. Es ist schon den Entwicklern DICE und EA, also ich denke, da kann man schon eine Battlefield-Ähnlichkeit sogar dann, denke ich, sehen oder auch spüren im Spielverhalten, denke ich. Es gibt leider keine Beta, wo ich euch zeigen kann, sonst hätte ich die auch euch gezeigt. Und dann meine Meinung dazu gesagt, aber in 11 Tagen, also ich nehme das Video am 19. August auf, das heißt in 11 Tagen, am 30. August kommt die Black Ops 3 Beta raus. Da wird es auch noch einige Videos dazu geben, ich werde Gameplays machen und dann natürlich auch später noch hochladen, bis Black Ops 3 rauskommt. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall mit Unterhaltung von mir, von Black Ops versorgt. Ich bin zwar nicht der Beste in Call of Duty, aber das ist egal. Es geht darum, dass wir Spaß haben und auch herausfinden, wie das neue Spiel so ist. Die Story wird natürlich auch kommen. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Leute, womit wir das zusammen zocken. Let's playen einfach, dass wir dran Spaß haben. Wenn die Kampagne kann man ja bis zu 4 Spieler zocken. Das Spiel kommt, glaube ich, am 10. November so grob aus. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber dadurch, dass ziemlich viele Spiele dieses Jahr rauskommen, muss man halt ja schon ein bisschen gucken, was man alles Let's Playt oder auch nicht alle Spiele komplett Let's Playt oder alle Spiele nur oder manche nur mal an Let's Play, also einen Test macht, ob sie gut sind oder weil ich kann nicht alle Spiele einmal Let's Playen, das werdet ihr sicher verstehen. Wir werden die besten Let's Playen und die anderen werde ich anschneiden und wenn es zum Beispiel bei Star Wars Battlefront werden wir die Kampagne uns mal vielleicht anschauen und Playtest machen und dann werde ich natürlich auch noch sehr sehr viel von dem Spiel online sehen. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall von Star Wars Battlefront auch einiges dann erwarten. Es wird natürlich auch nächstes Jahr dann endlich Uncharted 4 kommen. Ich werde mir eine PS4 holen. Also heißt, ihr werdet auch bei uns mit exklusiv PS4 Games versorgt. Das heißt, ihr werdet auch PS4 Spiele bei uns dann sehen, exklusiv Titel natürlich, weil andere Spiele zeug auf die Xbox, aber ich habe mir gesagt, für exklusiv Game wie Last of Us, Killzone und so kann man sich jetzt einmal die PS4 auch holen und ich glaube, ich hole sie mir nicht neu, ich hole sie mir gebraucht, weil neu sind mir zu teuer. 350 oder 400 Euro sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel, nachdem ich 500 Euro für die Konsole gezahlt habe und du kleiner Wichser kämpfst da hinten in der Ecke. Und ich glaube, Uncharted kommt auch im März raus, genauso wie The Division. Dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was uns jetzt alles erwartet an Spielspaß. Weil da wird uns einiges erwarten. Dieses und nächstes dann natürlich. Und was ich euch schon mal sagen kann, ich natürlich als Battlefield-Zocker, kann euch gleich schon mal sagen, nächstes Jahr, Ende des Jahres, ist Zeit für ein neues Battlefield. Und Battlefield 5 wird vermutlich Ende des Jahres 2016 rauskommen. Wir werden natürlich auf der E3 mehr erfahren, aber wir werden auf jeden Fall vermutlich nächstes Jahr Battlefield 5
haben und zocken. Ihr werdet natürlich bei uns oder von mir versorgt mit den neuesten Informationen, was natürlich Battlefield 5 dann angehen wird. Ich werde mich dann darum kümmern, dass ich Informationen und vielleicht sogar Screenshots, Bilder, Gameplays, alles was man halt finden kann, bekomme, dass ihr dann auch einen kleinen Einblick davon auch bekommt. Ja, 9:05, es geht noch. Ja, haben wir noch Zeit. Muss sagen, die Pharma hat zwar ein bisschen wenig Schuss, aber ich muss jetzt so grob kann ich sagen, gute Waffe. Ist natürlich überpowered wie bei Battlefield immer. Die Farmers war eigentlich. Die Farmers waren nie schwache Battlefield. Also das darf man nicht sagen. Sie waren nicht immer stark. Dass wir uns alle wegstirbt. Ja. Da haben wir jetzt Schrotflinte. Ja, da kann ich nicht mithalten. Schrotflinte und Farmers. Oh. Scheiße. Komm doch. Ja, ist sehr schön, wenn wir natürlich nicht die Waffen wechseln, die für lange aneinander, kann man natürlich sehr, sehr viel machen. So. Ich weiß nicht, ob das Video zuerst kommt oder das andere Video mit GTA 5. Wir haben probiert, weiter die heiß zu machen, nachdem wir, oder ich mir besser gesagt, wieder Zeit hatte, GTA zu zocken und auch Lust. Haben wir die heiß, die vorletzte Vorbereitungsmission aufgenommen. Und sagen wir, unser Inkompetent und unsere Nicht-Skill haben wir es geschafft, nach 45 Minuten die Mission abzuschließen. Das heißt, wir sind natürlich nicht einmal gescheitert, nein. Wir sind, glaube ich, 4-5 Mal gescheitert. So grob, glaube ich, war es dann. Manchmal haben wir mit dem Minigun auf den LKW draufgeschossen, manche sind, oder wir sind auch mal ab und zu mal gestorben. Das ist dann natürlich ganz unterschiedlich gewesen. Also ich weiß nicht, ob das Video vor dem hier kommt oder davor schon. Das werdet ihr dann sehen. So, der ist jetzt im Gefecht. Aber bei dem spawnen wir trotzdem mal. Hier ist ein Medikit, selber ist gut. Ja, mit 17% HP werde ich jetzt eigentlich nicht großartig auf die Jagd gehen, weil. Gut. Ist natürlich sehr schön, dass hier keiner aufpasst. Bitch. Kleine Hure, wolltest du dich hier wohl einschleichen, ha? Huh? So wie ein Parasit, du kleine miese Hure. Ganz ehrlich. Was habe ich hier eigentlich für Granaten drin? Weil sie nicht ernsthaft noch meine Blendgranaten drin, oder? Weil ich die Blendgranaten, ich habe. Es gibt ja einen Auftrag mit Blendgranaten, glaube ich, 10 Leute zu blenden, dass man irgendwas bekommt. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas hat man bekommen. Kann ich mit Blendgranaten gespürt, habe ich jetzt immer noch drin. Ich hatte vorher Brandgranaten. Hä? Ich hatte vorher Brandgranaten drin, oder nicht? Ich habe davor Brandgranaten geschmissen. Sind wir gleich hin, ob das Blendgranaten sind? Ja klar sind das Blendgranaten. Hä? Aber ich habe davor meine Brandgranaten geschmissen. Hat sich jetzt aber mal. Oder habe ich irgendwie. Nee, ich habe. Ich habe davor mit Brandgranaten gespielt. Noch nicht mit Blend, oder? Doch, ich habe vorhin mit Brandgranaten gespielt. Na, vielleicht habe ich es geändert. Naja, komisch. Gut, anscheinend haben wir jetzt Brandgranaten drin. Gut. Blendgranaten meine ich. Ich habe da noch keinen Schalter, bevor die Farbe ist. Will man natürlich entgegenkommen. Aber gut. So, Junge, lebt wieder, lebt und. Ja, war ich ganz ehrlich. Was ist das für ein Skill? Der hat gar keinen Skill. Ich spiele mit Schrotflinte, weil ich klein und blöd bin. Das war ganz ehrlich. Ich spiele auch mal ab und zu mit Schrotflinte, ja. Das gebe ich zu. Aber ist mal ganz ehrlich. Bei Metro. Ja, war ich ganz ehrlich. Ich bin Level 105 und spiele mit Schrotflinte, weil ich keinen Skill habe. Mal ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, ganz ehrlich, das finde ich richtig minderwertig. Das finde ich einfach scheiße. Ich muss Schrotflinte spielen, ich habe keinen Skill, ich treffe sonst nichts. Ja, weißt du, wenn der gescheit spielen wird, schon was treffen. Ja, natürlich, guck. Ich leg mich nicht auf Boden. Das hätte doch die Waffe für früher ziehen können. Gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd, sich auf den Boden zu legen und zu denken, dass er noch rechtzeitig schießt.
Aber. Jungs, rennt doch nach vorne. Jetzt springt doch da über dieses verfluchte Tresending drüber. Jungs, wir müssen B einnehmen. Wir gewinnen zwar vermutlich noch, können aber knapp werden. Aber wir haben vielleicht Gewinn, hoffentlich. Ich kann es ja hier mit Blendgranaten reinschmeißen, oder? Ah, schon wieder. Ich schmeiß da als Brandgranaten rein, ganz ehrlich, leckt mich. So, jetzt wechseln wir die Granaten, habe ich schon wieder vorher vergessen. Naja. Aber ich habe nichts geändert. Das wüsste ich, wenn ich was geändert hätte. Hoch, alle Kameraden! Seht ihr das? Keine Ahnung, die Farmers. Also, einfach schon alles aufgeräumt. Wir haben Glück gehabt, dass wir in den Aufzug reingekommen sind. Aber wir haben natürlich Skill und kein Glück. Ja, wir gewinnen jetzt hier doch, wie ich vermutet hatte. Wir haben Gottes Battle Pack. Level sind wir auf jeden Fall nicht ab. Das wüsste ich. Also ich kann jetzt abschließend sagen, bevor das Spiel vorbei ist, ich finde die Farmers geil. Mir hat Spaß gemacht. Wenn ihr auch ein paar Waffen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und dann habe ich natürlich wieder neue Herausforderungen, mit Waffen zu zocken. Das war es jetzt schon von Battlefield Feldversuch mit der Farmers. Wenn es euch immer gefallen hat, lasst einfach eine Bewertung da und haut rein. Bis zum nächsten Mal.